Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Teil 6 der Serie des vermissten, wahrscheinlich Mordfalls Rebecca Reusch geht es fast ausnahmslos um Floria. Denn wenn man sich so das Umfeld der Familie und der Familie selber anhört, dann bekommt man so den Eindruck, dass das Verhältnis zwischen Florian und Rebecca phänomenal gewesen sein muss. Florian soll wie ein großer Bruder für Rebecca gewesen sein. Und die Schwester Jessica äußerte in einem Interview einmal, dass Florian der Einzige war, der Rebecca für ihre Unordentlichkeit kritisieren durfte. Und auch die Cousine von Rebecca erzählte davon, dass eine besondere Verbundenheit zwischen Florian und Rebecca bestand. Es wirkte, als wenn sie eine eigene Welt hatten, mit Insiderwitzen, die nur sie verstanden. Und dann gab es noch eine unausgesprochene Regel. Florian und Rebecca durften einander immer ärgern. Sei dann aber eine dritte Person zum Ärgern hinzugekommen, dann hätten sich direkt Florian und Rebecca gegen die dritte Person praktisch verbündet. Aufgrund dieser und noch anderer Punkte wurde dann immer wieder spekuliert, dass Florian und Rebecca eventuell ein etwas anderes Verhältnis als nur Schwager und Schwägerin gehabt haben können. Also wenn ich mir das so anhöre und mir das durch den Kopf gehen lasse, würde ich schon sagen, dass sich zumindest ein etwas anderes Verhältnis entwickelt hat. Zum Beispiel soll Florian auch auf ihrer Geburtstagsparty als so eine Art Türsteher oder Aufpasser sich, ja, ich will nicht sagen aufgespielt haben, aber dargestellt haben. Wie weit dieses wohl etwas andere Verhältnis dann schon gediehen war, das ist nicht bekannt, da kann man nur spekulieren. Und diese Freundin von Rebecca, die Aline, hatte im Podcast Im Dunkeln, der Fall Rebecca Reusch, gesagt, dass sie davon ausgeht, wenn Florian sich intensiver Rebecca genähert hätte, also in körperlicher Art und Weise, dann hätte Rebecca ihr das zum Beispiel mitgeteilt. Aber dagegen spräche dann natürlich auch, dass die Familie sich ja nach außen so mega zusammenhaltend und gut verstehend darstellt. Vielleicht hätte sie es dann auch nicht gesagt, damit sie diese Bande in der Familie nicht zerstört. Vielleicht hat sie auch Angst gehabt, man glaubt ja nicht. Es wurde ja gesagt, dass Rebecca häufiger niedergeschlagen war, vor allen Dingen in letzter Zeit, Stimmungsschwankungen hatte und man vermutete womöglich depressive Phasen. Hat dies eventuell mit vielleicht stattgefundenen Annäherungsversuchen von Florian zu tun, die sie nicht einordnen konnte, die sie ratlos machten, was sie tun solle jetzt? Bekam sie dadurch vielleicht Schuldgefühle, die sich dann eben in Niedergeschlagenheit geäußert haben? Und diese Freundin von Rebecca, die Aline, die diesbezüglich im Podcast nochmal zu Wort kommt, kann ebenfalls so spekulieren. Sie sagte, ich kann nicht sagen, ob sie vielleicht in ihren Schwager verliebt war und er auch vielleicht in sie. Davon geht Aline nicht aus. Aber ich kann es mir vorstellen, dass sie etwas mit ihrem Schwager hatte, nicht aufgrund von Tatsachen, sondern die reine Vorstellung, so sagte sie im Podcast. Sie glaube eigentlich nicht, dass Florian versuchte, sich Rebecca anzunähern. Aline geht davon aus, dass Rebecca ihr das erzählt hat. Dennoch hält sie es für möglich, dass Rebecca ihr nicht erzählt haben könnte, eben um ihre Familie und Florian zu schützen. Also insgesamt äußerte sich diese Freundin da nicht so eindeutig. Aber ich meine, es geht in eine bestimmte Richtung. Und zwar, dass mehr zwischen Rebecca und Florian gewesen sein könnte. Man könnte also durchaus sagen, dass das Verhältnis zwischen Florian und Rebecca etwas anders war. Und ein Verhältnis zwischen den beiden oder zumindest Annäherung von einer Seite wird zumindest von Rebeccas Freundin nicht ganz ausgeschlossen in dem Podcast. Und ich denke, wenn es dieses Verhältnis gegeben haben sollte, dann hat man dies, damit meine ich natürlich auch Rebecca, nicht nach außen getragen.
Aber war das, was sich vielleicht also rein spekulativ entwickelt hat, Rebecca auch klar, in welche Richtung das geht? Also wusste Rebecca mit ihren 15 Jahren auch klar, in welche Richtung das Ganze denn gehen könnte? Und von wem ging das aus? War es von beiden eine Art natürliche Entwicklung durch die eigene Welt, die sie praktisch hatten? Oder wurde es dann vielleicht von jemandem gesteuert? Wenn es gesteuert wurde, dann vermutlich von Florian. Also ich weise nochmal darauf hin, das hier ist reine Spekulation. Das Ganze würde mich dann so ein bisschen an Cyber-Grooming erinnern. Also da, wo man online langsam eine Beziehung wachsen lässt, wo sich ein älterer Mann einem Kind oder einer Jugendlichen, also auf jeden Fall einer minderjährigen Person, online nähert. Dies dann aber eben in real, face to face. Eben dieses Schaffen dieser eigenen Welt. Dieses Miteinander einstehen gegenüber anderen Personen, auch aus dem sehr nahen familiären Umfeld, dieses Darstellen einer Einheit. Und diese Privilegien, die Florian hatte, wie nur er durfte, die Unordentlichkeit von Rebecca kritisieren. Also für mich wirkt das Ganze dann schon ein bisschen als nicht ganz normal. Ich meine, es ist ja schön, wenn sich der erwachsene Schwager und die minderjährige Schwägerin verstehen. Aber allein dann schon diese bisschen eigene Welt, da hätte man dann als Ehefrau von Florian und auch als Eltern von Rebecca ein bisschen genauer schauen sollen. Also das wäre mir zum Beispiel da nicht so ganz geheuer gewesen. Also dies mit dieser eigenen Welt und dieses so füreinander einstehen, wenn eben jemand anderes da rein dringen will, wenn man gerade im gegenseitigen Ärgermodus ist, das würde ich dann eher in den Bereich von Geschwistern schieben, wo das dann durchaus schon nachvollziehbar ist, aber eben nicht zwischen Schwager und Schwägerin mit einem Altersunterschied von 12 Jahren. Also Florian war zum Zeitpunkt des Verschwindens, glaube ich, 27 Jahre alt, Rebecca 15, also Florian fast doppelt so alt wie Rebecca. Und in dem Podcast kommt dann auch nochmal Angie, die Ex-Freundin von Florian, zu Wort. Und über sie und das Verhältnis zu Florian hatte ich ja schon in einem der vorherigen Folgen gesprochen. Die Beziehung zwischen Florian und Angie begann wohl als Teenagerliebe. Und Florian war Angies erster Freund. Begonnen haben soll die Geschichte in der Schule. Beide waren zu dem Zeitpunkt wohl 15 Jahre alt. Angie beschrieb ihn dann als sehr kinderlieb, freundlich. Und er wollte seiner Mutter wohl alles recht machen. So heißt es in dem Podcast. Ich muss dann nochmal gucken, ob ich da irgendwelche Informationen finde, wie denn insgesamt das Verhältnis von Florian zu seiner Familie, insbesondere dann, wenn man sich das jetzt gerade anhört, eben zu seiner Mutter war. Und Florian und Angie verloben sich bereits nach wenigen Monaten, nachdem sie zusammen sind, und zwar am Heiligabend. Die beiden bleiben 3 Jahre zusammen und nach der Trennung, beziehungsweise auch dann heute insbesondere, gibt es keinen Kontakt mehr zwischen den beiden. Und diese Beziehung zwischen Angie und Florian soll nicht nur gute Zeiten gehabt haben. Florian ging laut Angie wohl fremd und wurde auch gewalttätig. Das, was sie in dem Podcast erzählt hat, hatte sie wohl auch den Ermittlungsbehörden erzählt, als diese sie über Florian befragten. Angie hat Florian nie wegen der Gewalttaten angezeigt und deswegen konnte er auch nicht belangt werden. Diese Angie vermutete die ersten Gewalttaten in dem Podcast in den Sommerferien 2008. Hundertprozentig sicher ist sie sich nicht mehr, aber es soll 2008 gewesen sein und es war in den Sommerferien. Sie waren alleine bei ihm und er hatte sie im Zimmer eingesperrt, da sie nicht einkaufen gehen sollte. Seine Familie, also die von Florian, war wohl im Portugal-Urlaub. Und Angie hat sich dagegen dann gewehrt. Daraufhin hätte er sie ins Gesicht geschlagen
und wäre dann selber einkaufen gegangen. Und vermutlich hat er sie dann in dem Raum eingesperrt gelassen, aber dazu gibt es keine klaren Informationen, aber ich denke mir mal, dass es so gewesen sein könnte. Also das erste halbe Jahr der Beziehung soll wohl ganz gut gewesen sein. Und dann fing es an, dass Florian immer wieder handgreiflich wurde. Vor allen Dingen, wenn es Streit gab, wenn er im Unrecht war, wenn ihm die Argumente ausgingen. Und dabei soll er sie auch geschlagen und aufs Bett geworfen haben. Ihm ist öfter mal die Hand ausgerutscht, so hat sie das in einer Nachricht an die beiden Journalistinnen von diesem Podcast im Dunkeln geschickt oder geschrieben. Er habe sogar mehrfach versucht, sie gegen ihren Willen zu fesseln und im Zimmer eingesperrt. Und auf Nachfrage sagte sie, dass es auch sexuelle Gewalt gegeben habe. Aber das hat sie dann nicht weiter ausgeführt. Zur Polizei sei die junge Frau damals nie gegangen. Denn damals dachte sie noch, es wäre normal, in einer Beziehung so etwas mitzumachen. Und eben weil sie vorher rein gar nichts mit dem Thema zu tun hatte, also mit Beziehungen und Gewalt in Beziehungen, deswegen schien es für sie erst einmal normal zu sein. Und erst als die Beamten dann zum Verschwinden von Rebecca ermittelt haben, habe Angie mit der Polizei über die Gewaltausbrüche von Florian gesprochen. Beweise für die Taten ihres damaligen Freundes hat sie aber keine. Sie hat dann lediglich mit ihrer Stiefschwester Sonja über die Gewalt in der Beziehung gesprochen, so Angie. Und diese Sonja berichtete dann auch den beiden Journalistinnen von Florian und sie sah ihn eher als Kumpeltyp, der gern gefeiert hat und fremdgegangen ist und eben auch mit Sonja. Also Florian ist mit der Stiefschwester von Angie fremdgegangen während der Beziehung von Florian zu Angie. Und die Sonja sagt dann, das sei keine Beziehung zwischen ihr und Florian gewesen, sondern nur ab und zu mal Sex. Der habe aber nicht regelmäßig stattgefunden. Sex kam zwar durchaus öfter vor, vor allen Dingen, wenn zusammen gefeiert wurde. Er sei harmlos, also Florian, rücksichtsvoll und vernünftig gewesen. Und er wäre auch nie aufdringlich gewesen, also so in der Form, dass er irgendetwas von ihr gefordert hat. Und von der Gewalt habe ihr ihre Stiefschwester dann erzählt. Geglaubt hat Sonja ihrer Stiefschwester dann aber nicht, denn sie habe nie gesehen, wie Florian ihr gegenüber die Hand erhob. Und sie behauptet, ihre Schwester nehme es mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Es wäre auch eher so gewesen, dass Angie die aggressivere gewesen wäre und Florian hätte dann lieber Reis ausgenommen, also wäre dann wohl eher vor Angie weggerannt, wenn es dann so ein bisschen kritisch wurde. Also sie dreht das Ganze hier komplett um. So Marke, dass Florian eher so dieses Lämmchen war und ja, Angie dann so ein bisschen die aggressivere und wohl eher auf Florian losgegangen ist, als er auf sie. Die beiden Schwestern wurden am Anfang der Ermittlung befragt und sie beide haben dann gesagt, dass die Ermittler von Anfang an daran interessiert waren, eben negative Dinge über Florian zu erfahren. In dem Podcast berichtete Sonja, dass sie beim Anruf der Ermittlerin gefragt wurde, ob der sie denn schon mal beim GV gewürgt habe und Sonja habe dies verneint. Sonja hatte das Gefühl, als wenn die Ermittlerin danach überlegte, ob sie Sonja überhaupt zur Befragung einladen soll. Die Ermittlerin soll dann gesagt haben, naja, wir müssen ja auch positive Sachen verhören. Und deswegen kam es Sonja so vor, als wenn man Florian schon vorverurteilt hatte und sie die einzige war, die nichts Schlechtes zu sagen hatte von allen anderen Personen, die bisher aus seinem Umfeld vernommen wurden. Also gehen wir mal davon aus, dass die Angaben von Angie stimmen. Dann ist das ein sehr interessanter Aspekt. Er hat mehrfach versucht, sie zu fesseln, was sie immer ablehnte. Und irgendwann soll er auch dann damit aufgehört haben. Und
Diese Vernehmungen wurden vorgenommen, bevor bekannt wurde, welche Videos sich Florian am Morgen des Verschwindens von Rebecca angeschaut hat. Und dabei handelte es sich nämlich um Erwachsenenvideos mit Vorliebe, seine Partnerin zu fesseln. Und zu den Vorwürfen von Angie soll sich Florian nie geäußert haben, wie eigentlich zu allen Dingen. Also gut, zwei Stiefschwestern haben was mit Florian gehabt und zwei unterschiedliche Wahrnehmungen und zwei unterschiedliche Geschichten über Florian. Hier muss man natürlich aber auch entscheiden, so meine ich, welche Art von Beziehung denn zwischen den Sisters und Florian war. Florian und Angie hatten eine Beziehung, waren ein Paar, sie waren verlobt. Und mit Sonja war es dann eher etwas anderes. Das Wort, was mir dazu einfällt, darf ich hier YouTube-technisch leider nicht verwenden. Und unterschiedliche Arten von Beziehung haben oftmals auch eine andere Art, wie man miteinander umgeht, da es ja auch eine ganz andere Konstellation ist zwischen den beiden. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Geschichten von beiden soweit stimmen. Also zumindest eben diese Geschichte dann von Sonja, die sie über ihre Erfahrungen mit Florian im Beisammensein genannt hat und eben auch das, was Angie erzählt hat. Ob jetzt diese Geschichte, dass Florian dann eher duckmäuserisch war, wenn Angie dann in Anführungsstrichen auf ihn losging, kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Vielleicht war das eben auch eine andere Wahrnehmung von ihr. Dass die Ermittler vorrangig nach negativen, ihn belastenden Aussagen, also über Florian suchen, ist ja nun vollkommen klar. Denn Florian gerät sehr schnell in den Fokus der Ermittler als Hauptverdächtiger. Und das ist er ja heute noch. Natürlich nimmt die Polizei auch entlastendes Material auf, um einen möglichen Hauptverdächtigen ausschließen zu können und sich dann neuen Spuren zu widmen. Aber bei Florian ist es ja so, dass es da eine sehr interessante Indizienkette gibt, wo sich praktisch auch jedes Indiz immer sehr gut in diese ermittelte Timeline anpasst oder einfügen lässt. Ja, und der Podcast im Dunkeln hat dann noch zwei weitere Ex-Freundinnen von Florian ausgemacht und die beiden wollten dann nicht reden oder schreiben, so wurde es dann im Podcast gesagt, was sie mit Florian erlebt haben. Nur eine hat dann, nachdem dieser Podcast schon gestartet war, sich dann dem Podcast gegenüber bereit erklärt, doch ein paar Sachen zu erzählen. Und diejenige, die dann sich darauf eingelassen hat, dem Podcast ein paar Informationen zu geben. Und auch die hat eben ein wieder nicht so freundliches Bild von Florian gezeigt. Wie schon gesagt, von der Familie wird er ja geradezu glorifiziert und geschützt und so weiter und so fort. Ein Mann, der niemandem etwas antun könnte und mit Sicherheit Rebecca nichts angetan hat. Und diese Frau war mit Florian im Teenageralter zusammen. Und die Beziehung hat auch kein ganzes Jahr gehalten. Und diese Geschichte, die sie erzählt, deckt sich dann auch so ziemlich mit der Darstellung von Angie. Denn die Gewalt begann auch in dieser Beziehung schleichend. Genauso wie das bei Angie war, die ja sagte, dass die ersten 6 Monate gut waren und dann ging es so langsam los. Und die erste Gewalttat in diesem weiteren Fall war, dass Florian ihr eine Ohrfeige gegeben hat. Sie war mit einem Kumpel unterwegs gewesen. Und das hat Florian wohl nicht gewusst. Und das hat Florian dann von einem Kumpel erfahren. Und anscheinend durfte sie sowas dann nicht. Und deswegen wurde sie dann wohl mit einer Ohrfeige bestraft. Als die beiden nicht mehr offiziell zusammen waren, hieß es dann dort, also dann müssten sich also
getrennt haben. Gehen wir mal einfach davon aus, die beiden haben sich getrennt. Hatten aber wohl irgendwie noch Kontakt miteinander. Und ab diesem Zeitraum, als sie eben immer mehr aus der Kontrolle von Florian kam, soll er Florian immer aggressiver und brutaler geworden sein. Er soll sie nicht nur einmal grün und blau geschlagen haben. Und einmal soll er sie sogar die Treppe hinuntergetreten haben. Doch als sie dann anderen davon erzählt hat, hat ihr niemand geglaubt. Denn alle hatten ein viel zu gutes Bild von Florian. Und erst Jahre später hat man ihr dann geglaubt. Denn damals habe Florian die Gewalt gegen seine Freundin auf einer Party im Jahr 2012 vor anderen zugegeben. Und zwar beim Flaschendrehen. Und da war es so gewesen, da war eine Party und dann hat man Flaschendrehen gespielt. Und dann gibt es ja immer die Option, die man gefragt wird, Wahrheit oder Pflicht. Und er hatte sich wohl für Wahrheit entschieden. Und dann hat jemand gefragt, ob es denn stimmt, ob er seine Freundin damals verprügelt hat. Und er hat dann wohl klar geantwortet, ja. Und das wurde wohl auch von dem Podcast-Team verifiziert, indem man die damalige Gastgeberin dieser Party kontaktiert hat. Und die hat das dann wohl bestätigt. Ja, und auch sie ist eben nicht zur Polizei gegangen. Deswegen wurde Florian nie wegen häuslicher Gewalt verurteilt. Und als diese junge Frau dann das Verhandlungsfoto von Florian im März 2019 im Internet entdeckt hat, meldet sie sich bei der Polizei und spricht mit der Polizei über ihre Erfahrung mit Florian. Im Podcast stellt sich das Ganze konkret so dar, dass sie eben dieses Bild, dieses Verhandlungsbild entdeckt hat und dieses Bild dann in ihre Freundin geschickt hat, also online. Mit der hatte sie damals auch über die Gewalt gesprochen, die ihr von Florian damals angetan wurde. Und diese Freundin hat sie dann bestärkt, dass sie zur Polizei geht und sie müsse unbedingt erzählen, was Florian ihr damals angetan hat. Ja, und dann ist es halt natürlich so, dass sich da Stück für Stück ein Bild über Florian entwickelt, über diese Aussagen. Und das Bildchen dieses Mannes, was die Familie immer nach außen trägt, ist dann natürlich auf jeden Fall bei der Polizei ziemlich zerstört worden. Beziehungsweise, das hat die Polizei wohl weiterhin bestärkt, dass er der Täter in dem Fall ist. Ich denke, wir haben in diesem Video oder Podcast eine Menge über Florian erfahren. Wie bereits gesagt, von der Familie wird er ja immer auf ein Podest gehoben. Was für ein toller Mann, Schwager, Vater, Schwiegersohn er doch ist. Aber seine Ex-Freundin sprechen da ein anderes Bild. Und dann ging es wohl nicht nur mal um eine Ohrfeige, was ja auch schon schlimm genug ist, sondern wohl um massivste Gewaltausbrüche, wenn etwas nicht in seine Richtung ging. Seine Ex-Freundin grün und blau zu schlagen, sie die Treppe hinunterzutreten. Laut diesen Schilderungen konnte er wohl seinen Ärger nicht kontrollieren und dies endete dann in solchen Gewaltausbrüchen. Natürlich kann man jetzt sagen, aber es sind ja jetzt so viele Jahre vergangen und damals war ein junger Mann ein Jugendlicher und heute ist er doch ein Mann, ein Verantwortungsbewusster, wie die Familie bestätigt. Aber ich bin der Meinung, wenn man diese Art von Aggressionen hat, beziehungsweise seine Aggressionen auf diese Art und Weise hinauslässt, dann ist es nicht so, dass man die eventuell nach dem Ablauf seiner Pubertät verliert. Klar kann man in der Pubertät vielleicht einmal so agieren, also dass man ausrastet, dass man vielleicht irgendwo gegenschlägt, also nicht, dass man jemanden schlägt. Aber das, was er dort laut den Aussagen seiner Ex-Freundin an den Tag gelegt hat, das war schon heftig und ich denke mal,
dass dies weiterhin ein Teil seines Inneren ist, ein Teil seiner Persönlichkeit. Ich muss noch mal versuchen, diese Beziehung zeitlich einzuordnen. Das heißt ja, Florian R. sei handgreiflich gegenüber Angie geworden und habe sie geschlagen, erstmals im Sommer 2008, als die Familie des Schwagers im Urlaub gewesen sei. Laut Sonjas Schilderung hatten Florian R. und sie bis 2014 eine Affäre, als er noch mit Angie zusammen war, bis Sonja ihren neuen Freund kennenlernte. Und Sonja habe seitdem keinen Kontakt mehr zu Florian R. Dann heißt es, nach 14 Jahren fühlen die Geschehnisse die Frau, die anonym bleiben will, also die zweite Zeugin, von der ich gesprochen habe, den Angaben nach noch immer innerlich auf. Die Frau, die die Treppen hinuntergetreten wurde. Die zeitlichen Angaben, also diese 14 Jahre, stammen aus Tag 24 und der Artikel ist aus 2021. Also muss sich dies Geschehen dann auf das Jahr 2007 beziehen, und wäre dann vor der Beziehung Angie, Sonja mit Florian. Und Angie berichtet dann das erste Mal über diese Fesselwünsche, was die vorherige nicht tat. Hat sich Florian dann eventuell in Anführungsstrichen weiterentwickelt, um vielleicht seine Gewaltfantasien irgendwie auszuleben? Mit dieser Frage beende ich mal das Video. Und denken wir noch einmal daran, an die Videos, die Florian, so wie es aussieht, sich vor dem Verschwinden von Rebecca angeschaut hat. Ich denke mal, ihr habt hier einen guten Einblick bekommen über Florian und vielleicht auch einen kleinen Einblick über die, wie es so genannt wurde, gemeinsame Welt von Florian und Rebecca. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!